Jojo Gang, was geht ab? Jonas hier am Start für euch. Vor ein paar Wochen hat ein neues Meisterwerk der Filmgeschichte das Licht der Welt erblickt. Nein, nicht Morbius, sondern das neue PR-Video vom nordkoreanischen Regime, featuring Kim Jong-un himself. Es ist absolut zu Recht um die Welt gegangen und heute nehmen wir uns einfach mal die Zeit, dieses Meisterwerk und weitere im Detail zu analysieren. Let's go. Two, four, yes! Welcome to Electrical Eden. Yeah. Bevor es losgeht, wollen wir euch einmal kurz den neuen CC-Drop vorstellen. Der ist ab jetzt erhältlich. Die Kollektion heißt Electrical Eden und alles dreht sich im Prinzip etwas um die Frage, in welche Richtung Technologie unsere Gesellschaft lenken wird. Wir hätten da erstmal den Electrical Eden Hoodie mit entsprechendem Motiv auf dem Rücken und einem eingenähten CC-Patch, der ist in ähnlicher Form auf jedem Teil. Vorne ein subtiler Puffprint Culture Culture Text, auf den Kordeln ist jeweils Culture eingestanzt und auch die Kordelöffnungen sind gebrandet. Der Fit ist bei allen Teilen oversized, die Bio-Baumwolle ist wie letztes Mal allerhöchste Qualität. Dazu kommt dieser graue Hoodie mit einer gesteckten Rose und einem Puffprint darunter, auch hier sind die Kordeln durchgebrandet. Dann hier der Wavy Sweater, da kombinieren wir viele verschiedene Techniken, ein großer Puffprint, ein Druck, eine Stickerei und eine andere Puffprint-Technik hier unten. Dazu dieses Longsleeve, ein Puffprint vorne und Druck auf den Ärmeln. Zuletzt haben wir noch dieses T-Shirt mit einem großen Stick vorne und diese Jeansjacke. Die ist leicht ausgewaschen, jeder einzelne Knopf ist gebrandet, vorne ist ein eingestickter Text und hinten ein großer Print. Alle Sachen sind ziemlich limitiert, ein Link zur Website ist ganz oben in der Beschreibung. Man kennt es ja selbst, David und ich sind in unserer gigantronomischen Villa auch ab und zu gelangweilt und drehen dann einen kleinen Mega-Blockbuster rund um unser Atomwaffenarsenal. Aber um ehrlich zu sein, sind unsere Home-Video-Pieces nie so brillant geworden wie dieses Parade-Beispiel nordkoreanischer Filmkunst. Ihr müsst wissen, Nordkorea war schon immer quasi das bessere, kleinere, coolere Hollywood. Hier zum Beispiel ein Meilenstein im CI-Game. Ohne Witz, ich hab mich so erschrocken beim ersten Mal. Ich dachte erst, die haben jetzt wirklich das Weiße Haus erwischt mit ihren futuristischen Zielerfassungssystemen. Hier reitet Kimmy Boy ein Pferd am Strand beim Sonnenuntergang. Das ist keine Parodie, sondern todernst gemeint und Teil des vielfach preisgekrönten Werkes The Great Year of Victory 2021. Das ist auch nicht sein erstes Mal auf einem Pferd, hier zum Beispiel in einer anderen Szene. Ich nehme mir hier mal raus, das Voiceover frei zu übersetzen. Ja, er kann tatsächlich reiten. Schau, wie er reitet, er kann so toll reiten. Schau hier, auch hier reitet er. Guck, wie schnell er reitet. Ich find's auch einfach faszinierend, wie viel North K's Filmindustrie mit Make-up erreicht. Hier sieht Kim aus wie 40. Nur um dann Sekunden später in die Rolle eines Junior-Mitgliedes der Jungen Union zu schlüpfen. Es ist auch ziemlich herrlich, wie er hier anscheinend einfach dem ganzen Saal irgendwas diktiert. Ja, seine Worte sind so schlau, es ist unglaublich. Schau, dieser Mann muss weinen oder es ist einfach unfassbar heiß in diesem Raum. Nein, auch dieser Gentleman kämpft mit den Tränen. Nun jedoch hat Kim sich in wirklich jeder Hinsicht selbst übertroffen. Also erstmal, das ist die Originalmusik hier im Hintergrund. Es ist gewollt. Man sieht Kim, wie er aus einem Hangar kommt, in schwarzer Lederjacke mit schwarzer Sonnenbrille. Und man fragt sich, warum hatte er die schon auf, bevor das Tor aufgeht? In der Halle ist es doch super dunkel. Egal. Dann fällt ihm direkt etwas auf beim Rausgehen und ich habe in meinem Leben wirklich selten einen cooleren Fingerpointer gesehen. Man beachte auch die Slow Motion. Leider wurde das Material nicht mit besonders vielen Frames per Second aufgenommen. Ich nehme aber an, dass es Absicht ist für das extra bisschen Vintage Reservoir Dogs Vibes. To make his characters appear hip and cool. Der nächste Shot ist so, guck mal, wir haben eine richtig große Rakete und Chef Kim bringt die jetzt an den Start. Aber warte, wie spät ist es eigentlich?
folgt ein Killer-Zoom, mehr Slow-Mo-Handzeichen, ja, da lang. Leider ist irgendwie immer noch unklar, wie spät es jetzt eigentlich ist. Schau, wie cool er läuft in Slow Motion. Ja, er läuft so cool von der Riesenrakete weg, lässig und cool. Ein Schritt nach dem anderen, Schritt, cool laufen, Slow Mo, ja. Aber warte, oh f**k, was ist denn jetzt hier los? Alarm? Oh shit, es geht los, es geht los. Auch hier haben wir uns eine kleine Übersetzung erlaubt. Danach sieht man nochmal Kim und seinen Squad. Gang, gang. Ui, was das Ganze nochmal tausendmal skurriler macht, ist, wie ernst die Drohung hinter diesem Video ist. Während Kim so in Slow-Mo herummarschiert und gestikuliert und Fingerschnipst, schreibt die Associated Press dazu, dass es sich bei diesem Riesenvieh um eine Interkontinental-Atomrakete handelt, die gegebenenfalls Ziele in 15.000 Kilometer Entfernung treffen könnte, was kurz das gesamte amerikanische Festland mit einschließt. Ha, yikes. Diese Filme stehen irgendwie ziemlich symbolisch für den Widerspruch rund um Nordkorea. Kim Jong-un wirkt auf uns häufig so lächerlich und die Propaganda ist so absurd. Gleichzeitig hat das Land Atomwaffen, das Regime ist ultra grausam und richtig gefährlich und verübt andauernd diverse Verbrechen im Inland und Ausland. Vielleicht kennt ihr ja unsere Simpli-Videos zu einigen dieser Sachen. Dieser unglaubliche Widerspruch, es ist irgendwie schon faszinierend. So oder so, ich werde mir jetzt ein Beispiel an KJ nehmen, mein perlweißes Schlachtross satteln und unsere üppigen Ländereien erkunden. Das war's soweit. Checkt definitiv mal den neuen Drop auf cultureculture.com ab. Habt einen richtig nicen Tag oder Abend. Schaut nach links und rechts und fingerpointet hart, wenn ihr in Slow-Mo über die Straße geht. Feiert gut und Case closed. Obey the central command. Load it. Yeah.